Und herzlich willkommen zu Hyrule Warriors. Gleich vorab, dies wird wahrscheinlich der letzte Part sein. Wir werden auch, ja, hier weitermachen werden wir eigentlich nicht mehr, weil ich erkläre euch gleich, sobald wir in einer Mission sind, warum ich dieses Projekt nicht mehr weiter fortführe. Wir können Twilight Princess Paket mal runterladen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht schon habe. Ich drücke einfach mal kurz Plus. Nee, ich lasse es doch lieber. Nee, nicht in Freimodus. Ich wollte nochmal abschließend in den Abenteuermodus, wollte ich glaube ich nochmal reingehen. Ja, das ist eine recht gute Idee, denke ich. Wir waren hier noch nie drin. Wahrscheinlich kommt deswegen jetzt hier. Die Musik hört sich echt strange an. Okay. Na, Happy Birthday. Kann ich das überspringen? Ich lasse euch das jetzt mal alle selber lesen, weil halt einfach so. Alle Gegenstände. Das erinnert mich so ein bisschen an Zelda 1. Wahrscheinlich kommt das da auch her. Nee, die Grabklaue. Ich bin gerade verwirrt. Tutorial ist immer gut. Werde ich ein Tutorial machen? Ich weiß es nicht. Ich schaue mir den mal an. Ich kenne den gar nicht. Master Quest Karte? Geh mir mal auf die Abenteuerkarte. Im Abenteuermodus kannst du neben Herzgefänger und mächtige neue Waffen auch neue Charaktere halten und deine Charaktere stärker machen. Im Abenteuermodus ist es dein Ziel, Schlachten zu gewinnen und neue Gebiete zu erreichen, um den dunklen Herrscher zu finden, um ihn zu besiegen. Dein Handlungsspielraum auf der Karte vergrößert sich, wenn du bestimmte Schlachten gewinnst, und je höher dein Rang nach einer Schlacht ausfällt, desto mehr vergrößert sich dein Spielraum. Sehr schön. Auf manchen Kartenabschnitten erhältst du spezielle Belohnungen, wenn du dort eine Schlacht gewinnst. Dieser Abschnitt zeigt auf der Karte ein Belohnungssymbol. Für goldene Belohnungen musst du die Schlacht mit Rang A gewinnen. Für bronzefarbene Belohnungen reicht es schon lediglich, die Schlacht zu gewinnen. Um die versteckten Belohnungen zu erlangen, musst du sie erst auf der Karte suchen und freischalten. Und dann geh schön. Also vorab möchte ich erstmal das als noch kleine Ankündigung nehmen. Ich werde momentan eine kleine Aufnahmepause machen. Ich habe für die nächste Woche noch genug Parts. Nur ich fühle mich echt nicht so gut und quäle mich auch wirklich gerade hierhin, das hier zu überhaupt aufzunehmen. Okay. Das verwirrt mich alles. Siege? Siege 300 Feinde in 10 Minuten. Na, das machen wir doch mal. Ja, es tut mir leid, ich habe eigentlich so viel versprochen, was ich in diesem Spiel noch machen wollen würde und so, aber es reicht einfach nicht mehr. Die Zeit ist einfach zu knapp. Weil so ein Hyrule Warriors Part dauert einfach mal immer doppelt so lange wie irgendein anderer Part mindestens. Also eine halbe Stunde muss ich ja pro Aufnahme einberechnen. Nur alleine die Aufnahme. Und die Zeit habe ich einfach nicht mehr. Ich möchte irgendwann wieder dahin kommen, dass ich zwei Parts am Tag mindestens hochbekomme. Und das schaffe ich halt, glaube ich, nicht, solange ich Hyrule Warriors mitmache. So, wir wollen ja nur 300 Parts nehmen. 300 Parts in 10 Minuten. So. Damit haben wir schon mal die ersten Gegner. Und hier sind ganz viele. Ich spiele auch zum ersten Mal jetzt in Kona. Ist auf jeden Fall ein schnelles Spiel geschehen, wenn ich das mal so anmerken darf. Ich versuche jetzt hier auch gar nicht groß so viel Materialien einzusammeln, da ich auch gar nicht weiß, wie knapp die Zeit eigentlich ist, um die 300 Gegner zu besiegen. Aber ich nehme mal an, dadurch, dass es die erste Mission ist, wird das nicht so lange dauern. Da haben wir König Dodongo. Aber meine Mission ist es, 300 Gegner zu besiegen. Ist es dann überhaupt
sinnvoll, diesen hier zu besiegen? Ja, wir können es ja mal machen. Ich habe also das Twilight Pack, das sollte ich auf jeden Fall haben. Dann, aber jetzt sind die gerade wahrscheinlich nicht aktiviert. Aua. Wenn nicht, dann gucke ich halt danach nochmal. Nach der Aufnahme gucke ich dann nochmal nach. Ich schätze aber nicht, dass da noch ein Bonus-Part kommt. Wir können jetzt ja gleich mal die Special-Attacke angucken. War jetzt ehrlich gesagt nicht so der Burner, jedenfalls nicht gegen König Dodongo. Wenn uns das nicht sogar wertvolle Zeit gekostet hat. Sage ich ja. Jetzt dreht er ab. Das Ausweichen ist auch sehr lustig. Oh, wir haben ja schon über die Hälfte fertig. Genau, genau. Ja, komm, bis hier nochmal ein paar Bomben zum Abschluss rein. Wow. Und er zählt echt nur als ein Gegner, wie ärgerlich. Also den hier würde ich schon noch gerne mitnehmen, alleine schon. Wegen dem Material eigentlich, aber... Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Macht irgendwo noch Schaden, nur wenn ich die alleine über den Haufen renne? Das ist ja lustig. Da ist wieder so ein Geist. Nimbusgarde wurde gesichtet. So, jetzt machen wir nochmal unsere Rennattacke hier. Oh, die macht. Also so nicht gegen König Dodongo eingesetzt, ist die sogar wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Dass es hier so mit Corona so schnell geht und alles, das ist ja schon irgendwie schön, aber... Der Rest ist nicht so gut. Ne, also ich fasse aber jetzt am besten an dieser Stelle nochmal zusammen. Hyrule Warriors ist ja in dem Sinne nicht abgebrochen, weil die Hauptstory, die haben wir ja durchgesammelt. Die Nebenquests, das interessiert ja sowieso kaum ein Mensch auf dieser Welt. Also ich muss sagen, ich war von dem Spiel sehr gehypt. Und auch mich haben die Nebenquests nicht wirklich mehr interessiert zum Schluss. Die fand ich dann auch mehr ärgerlich als alles andere. Und deswegen dachte ich mir, ach komm, machst du dem jetzt ein Ende. Wie gesagt, eine halbe Stunde muss ich pro Part in Kauf nehmen. Was bei zwei Parts, wenn ich das täglich bringen würde, boah, das wären 2,5 Stunden, also nur bei 5 Tage die Woche, wären das 2,5 Stunden Aufnahmezeit. Und wenn ich das umrechne auf One Piece zum Beispiel, wo ein Part 20 Minuten geht oder 15 Minuten, da bin ich einfach viel schneller durch mit der Nummer. Und ich mache generell halt nur 15 bis 20 Minuten Parts und ja, die 10 Minuten hören sich erst nicht viel an, aber... Wenn man Vollzeit arbeiten geht, so im Durchschnitt mindestens 10 Stunden am Tag, dann macht sich das schon bemerkbar. Wow, wir haben den Abenteuerrang A. Wow, und da ist echt an meinem Fenster eine Fliege. Was macht denn hier eine Fliege? Bei der kalten Jahreszeit. Nur was können wir denn hier noch alles machen? Wir können ja einfach mal... Manche Schachten haben hier Modus, können nur vorgegebene Charakter und Waffen zum Einsatz kommen. Spiele möglichst viele Charakter, um sie zu stärken. Ja. Das heißt, du willst... Entschuldigung. Das meine ich mit meiner Erkältung, dass ich eigentlich nicht... aufnehmen möchte, weil... Also schon aufnehmen, aber ist halt doch noch ziemlich herausfordernd. Muss ich hier immer diesen Weg lang gehen? Kriege das Licht Stufe 1. Also so ganz habe ich den bis jetzt noch nicht geschnallt. Kann ich jetzt den nehmen, wie ich möchte? Dann würde ich doch gerne mal jemanden nehmen, den wir noch gar nicht hatten, wie zum Beispiel Zelda.
Nehmen wir Zeldas Ralb hier. Und das ja. Vielleicht hätte ich Zelda noch aufrüsten sollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon getan habe oder nicht jemals. Weil ich muss ehrlich sagen, meine letzte Aufnahme von Zelda... Von Zelda? Von Hyrule Warriors ist Ewigkeiten her. Guck mal, wir können ja mal kurz... Und wir gehen mal hier rüber in den Bazaar. Machen wir jetzt einfach mal. Weil ich so blöd war und das verpasst habe. Da sage ich nämlich, da können wir hier... Okay. Sehr schön. Und hier können wir selber auch ein bisschen was geben. Wir rüsten jetzt einfach immer alles auf, so gut es geht. Gut, das war dann wohl ein kleiner Satz mit X. War ich jetzt in dieser Mission? Ja, ich bin schon wieder viel zu verwirrt. Ja, wir nehmen jetzt Zelda, alles wie gehabt. Aufleveln tue ich sie nicht, aufleveln wird sie wahrscheinlich in der... Wenn dein Freund deinen Link hilft... erhältst du einen Bonus, aha. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich mir die Amiibo-Figur von Link hole. Weil da bekommt man dann so ein... So eine nette Waffe. Besiege Pyroma. Das ist alles? Und ob das wirklich alles ist, werden wir mal sehen. Auf jeden Fall spielen wir jetzt zum ersten Mal Zelda. Das ist doch was Schönes, denke ich. Zelda hat auch so eine lustige Anzeige, wo ich nicht weiß, was diese tut. Aber das ist nicht so wichtig. Okay. Jetzt holt sie den Lichtbogen aus und bam. Ja, ich nehme jetzt erstmal diese. Jetzt habe ich diesen Lichtbonus. Was auch immer dieser tut. Gut. So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal hier durch und da hinten ist so ein roter Punkt. Müssen wir mal schauen. Ja, wir wissen ja, dass es eigentlich nur ein stärker Gegner ist, aber. Innerhalb einer Festung mit Elementarbarriere erleiden die Erspielzeit und alle seine Kunden kontinuierlich Schaden. Mit Hilfe einer Fee des Feuers, des Wassers, des Blitzes oder bla bla bla. Okay. Oder ich lasse es und nehme diese Festung einfach blitzschnell ein. Ich glaube, das ist dann wohl eine bessere Idee. Eingenommen, alles easy. Boah, jetzt hätten wir schon die 300 Feinde. Wäre das mal mit links so schnell gegangen? So, Materialien, Herzen brauchen wir jetzt natürlich auch. Hier hinten sind jetzt ganz schön viele Gegner, wenn ich das mal anmerken darf. Ach so, wenn ich ein Y aufgeladen habe, dann kommen da stärkere Y-Angriffe. Weiß ich jetzt noch nicht ganz, was ich davon halten soll, weil irgendwie treffen die ja nicht. Oh, Link ist auch hier, aber in seiner komischen Ausrüstung da. Da wollte ich nicht hinziehen. Aber wer schielt, der hat halt Nachteile. Zelda ist irgendwie ein sehr komischer Charakter. Da gefallen mir andere Charaktere besser. Aber dadurch, dass wir jetzt schon wieder unser Spezialäste voll haben. Was die verbündete Einheit gerettet, ja, das
Das war mir jetzt auch schon so minimal bewusst, dass ich das tun werde. So. Können wir jetzt schon zu Pyroma gehen? Das wäre natürlich sehr schön. Und schöner wäre es natürlich, wenn ich jetzt hier nicht hängen bleiben muss, sondern dass ich gleich zu Pyroma durchrennen kann. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, was ich tun muss oder was passieren muss, dass ich überhaupt verliere oder so. Das wäre vielleicht noch was Interessantes gewesen. Hallo Pyroma. Der dunkle Hexer Pyroma. Sehr schön. Das ist natürlich ärgerlich. Dass der jetzt so einen gemeinen Angriff da starten kann. Das ist doch nicht alles, oder? Der ist ja schon fast tot. Habe ich selber jemals aufgelevelt oder so? Wenn die Attacke jetzt noch treffen würde, Alter, das wäre ja der Burner. Aber jetzt trifft er irgendwie nichts. Der Hyrule Hauptmann ist in Gefahr. Er schreit um Hilfe. Aber wir haben die Nummer schon beendet. Da braucht er also gar nicht mehr um Hilfe schreien. Ich glaube, das ist eine relativ akzeptable Idee, dass wir im letzten Part, so gesehen im finalen Part, den Abenteuermodus noch ein bisschen spielen. Genau, was ich auch noch sagen wollte. Ah, ich Idiot. Ich möchte gerne anfangen, Livestreams zu machen. Und wenn ich Livestreams mache, dann wird dieses Spiel da wahrscheinlich weitergespielt. Oh, besiegt haben wir nur C. Naja, egal. Aber momentan habe ich da noch ein paar kleine Probleme mit dem Livestream. Deswegen muss ich gucken, wie ich das regle und dann wird das schon. Was ist denn das hier? Das kann ich auch noch nicht machen. Kann ich denn hier hin? Auch nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, ich habe da nichts geholt. Rang A. Achso, wenn ich einen Rang A-Sieg habe, dann passiert das. Schätze, die ich nur mit Imper holen kann, okay. Kann ich auch nicht machen. Was kann ich denn hier überhaupt machen? Das kann ich auch nicht machen. Ich bin hier ehrlich gesagt etwas verwirrt. Besiege die Nimbus-Truppe. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Das ist mir dann jetzt auch. So, wem nehmen wir denn jetzt? Könnten ja eigentlich mal Sheik nehmen. Und ich würde sagen, die Lyra ist auch schon mal gar nicht so schlecht dafür. Und eigentlich hätte ich jetzt Sheik nochmal aufleveln sollen, aber ich muss gucken. Ich muss mir unbedingt nach dieser Mission mal merken, wie ich in diesem Modus in den Bazaar komme. So, Status. Besiege die Nimbus-Garde, Zelda flieht oder dein Hauptquartier fällt. Schlachtfeld. Gucken wir uns mal an, wo ist denn die Nimbus-Garde? Ja. Das sind ein paar Nimbus-Garde. Ich hätte vielleicht mal darauf achten sollen, mit welchem Charakter ich hier den Bonus bekomme. Das wäre vielleicht noch ein Stück schlauer gewesen. Dann sollte ich auch ein bisschen darauf achten. Aber Sheik ist auf jeden Fall lustig. Schnell, stark. Stimmt, ich glaube, mit Sheik haben wir noch nicht einmal gespielt in diesem Spiel. Aber dementsprechend ist Sheik auch aufgerüstet. Weil sie hat ja gerade mal ein SP-Balken. Okay, ich weiß, viele haben nur ein SP-Balken, aber
aber trotzdem vom Prinzip her. So, da hinten drin, da ist so ein leuchtender Gegnerpunkt. Und da rennt auch gerade eine Nimbus gerade weg. Jetzt spielen wir genau. Aber ich bin der Meinung, Sheep haben wir schon mal gespielt. Der Angriff kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Aber wir müssen ja für einen Rang A müssen wir auch genug Gegner besiegen. Das ist ja noch so eine kleine zweite Voraussetzung. Das ist ärgerlich. Und wenn wir Gegner besiegen müssen. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen durch die Gegend schlagen. Wie, das war schon? So, komm, dann setzen wir jetzt nochmal unseren Special. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Boah, aber das bietet sich hier gerade so perfekt an, hier noch ein paar Gegner zu besiegen. Und da ist sowieso noch eine Nimbus gerade. Aber ab wann zählt es denn als viele Gegner? Das ist ja auch wieder so eine Frage, wenn wir mal ehrlich sein wollen. Eigentlich könnte man die Attacke hier nochmal einsetzen. So viele Gegner wie hier sind. Gut, wir rennen mal kurz da oben hin. Stoßtruppen. Ja. So, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Da haben wir auch schön drüber gesprochen und so weiter. Ich weiß jetzt allerdings auch gar nicht mehr, wo ich hin muss. Muss ich da oben hin? Da wo es blinkt? Das blinkt da so schön. Gehen wir einfach hin. Was soll schon passieren? Mehr als falsch laufen und wieder umdrehen und bla. Kann auch nicht passieren. Oh, das ist eine aufgepowerte Nimbus gerade. Und irgendwie kommt jetzt hier ein sehr komisches Geräusch. Aber wahrscheinlich, weil wir hier jetzt Lebensenergie verlieren. Aber wir werden ihm zeigen, dass uns das nicht stört. Das Ärgerliche ist eigentlich ja eher, dass er aufgepowert ist. Der noch stärker ist, weil. Und das war's, mein Freund. Und wir haben eine Waffe erhalten. Wir haben gut gekämpft. Juhu. Wie deaktiviere ich denn eigentlich dieses Feld? Die haben zwar gesagt eine Fee, aber wo finde ich denn diese Fee? Ach, das ist alles viel zu verwirrend. Diese Charaktersequenzen überspringe ich einfach mal ganz gepflegt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier noch irgendwas richtig cooles freischalte. Boah. Ich hatte gehofft, dass wir A bekommen. Mann. Ärgerlich. Du hast die Itemkarte Kerze erhalten. Gebrauchst du Itemkarten im Erkundungsbildschirm des Abenteuermodus? Kannst du die Geheimnisse der Weltkarte aufdecken. Erlange Itemkarten, indem du Kämpfe gewinnst, die mit dem entsprechenden Symbol versehen sind. Okay. Kannst du eine Kerze also... Du hast eine Kerze, also lass uns suchen, um eine neue Belohnung verzögern. Such an der auf dem Bild angezeigten Position. Drücke X, um eine Suche zu starten. Okay. Meine Güte. Lass mich raten, dahin.
jetzt kriegen wir hier mit Imper dann eine neue Waffe, wenn ich das richtig erkenne. Das kann ich auch noch nicht machen. Das kann ich auch noch nicht machen. Ah, okay, wenn ich jetzt hier... Bin ja schon ein bisschen verwirrt. Komm, wir probieren erstmal das jetzt hier. Ich wollte gucken, wie ich in den Bazar komme. Gut, wir können eh nur ein paar benutzen, umso besser. Hat sie nicht eine... Die ist besser, die nehmen wir. So, also wir müssen relativ viele Gegner besiegen. Wir müssen das alles relativ zügig machen. Das sind ja alles Aufgaben hier, die man gleichzeitig meistern muss. Das ist ja... Vor allen Dingen, wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat. So, Status. Besiege den Escheros. Da unten. Na, machen wir mal. So, ich gehe jetzt hier einfach erstmal in die Mitte rein und... Ich würde jetzt sagen... Vorerst verzichte ich auch mal auf die Items. Ich würde jetzt mal gerne hier einen Aran bekommen. Okay, wenn mir jetzt sowas hier direkt vor der Nase liegt, dann ist das natürlich was ganz anderes. Moment, ich habe nur eine Minute Zeit. Wofür habe ich denn jetzt nur eine Minute Zeit? Na, ja, ich sollte auch mal lesen, was ich tun soll. Verdammte Hacke. Die Krabbelmine. Nicht schon wieder die Krabbelmine. Die hasse ich ja wie die Pest. Krabbelmine. So, ja, okay, die paar Items, die kann ich jetzt ja einnehmen. Und wenn die nächste Krabbelmine da unten gleich Streit sucht, dann knöpfe ich mir die Krabbelmine mal vor. Mit meinem Magiewassermodus und so. Krabbelmine wurde auch rechtzeitig zerstört. Jetzt haben wir schon unsere erste Mission erfolgreich. Boah, nee, das erinnere ich mich so gar nicht mehr. Jetzt könnten wir schon den Escher was besiegen, aber wenn wir das jetzt tun, dann haben wir zu 100% wieder viel zu wenig Gegner besiegt. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich meine, mit Imper geht das ja echt zügig. Guck mal, da unten ist noch irgendwas richtig Interessantes. Gehe ich mal kurz dahin. Naja, die können ja alle gesichtet sein, so viel sie wollen. Es geht natürlich schon wieder los. Feindlichen Feldmarschall darf ich dann auch noch besiegen. Das Geräusch ist echt ätzend. Hoffentlich reicht das. Natürlich nicht. Aber wir kriegen eine Truhe. Mann, jetzt öffne doch die doofe Truhe. Mal gucken. Sie freut sich richtig, dass sie die Truhe aufmachen kann. Ist das nicht niedlich? Und einen kompletten Herzcontainer. Jetzt haben wir bestimmt auch ein Herz mehr. Und voll geheilt. Sehr schön. So. Wer so sagt, hat heute noch nicht viel getan. Die Stoßtruppen. Ja, ich weiß gar nicht, was sie in diesen Gebieten da drin wollen. Also jetzt mal ernsthaft.
Achso, er ruft Verstärkung. Na, das hätte ich mal früher wissen sollen. Achso, und jetzt kriegen wir hier so eine Fee. Hey. Wie sei Dank. Okay, aber mich interessiert jetzt halt eigentlich nur viel mehr. Ab wann habe ich denn genug Gegner besiegt, dass ich... Komm, wir beenden jetzt die Mission und wenn es kein A-Rang wird, dann ist es halt so. Ich glaube, ab 1000 Gegner wäre das dann A-Rang. Das glaube ich. Allerdings weiß ich auch, dass man Charaktere bestimmte so freispielen kann, indem man den A-Rang macht. Oh, und hier sind noch ein paar viele Gegner. Und die hauen wir hier alle noch schön stark rum. So viele wie es geht halt. Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob nach diesem Gegner hier... Oh, Junge. Na gut, danach ist Schluss. Ich hab's befürchtet, dass danach Schluss ist. Aber... Ist es ärgerlich, dass die Aran hier so schwer zu erreichen ist? Wollte schon sagen, darf ich die Truhe jetzt wenigstens mal aufnehmen, wenn ich die schon nicht mehr. Sehr verwirrend, dieser Modus. Oh, eine neue Waffe. Dann schauen wir doch mal nach. Achso, das ist jetzt wahrscheinlich diese komische. Wie nennt man die nochmal? Mit so einem Stab, wo vorne so ein Messer dran ist. Halbert? Nennt man die so? Keine Ahnung, auf jeden Fall, die bekommen wir jetzt wahrscheinlich, schätze ich mal. Ich hoffe es, ich wünsche es mir. Wieder nur ein B-Rang, verdammt. Naginata, der Hüter, naja. Okay. Oha. Rang A bekommen wir ein Herzteil. Sieg bekommen wir Bomben. Sieg bekommen wir. Ach so. Was meinen die denn damit Suche? Wie können wir mit Darunia ein Links bekommen? Schätze mit Link. Können wir Link noch aufbessern? Ja, können wir. Ja, dann machen wir jetzt mal mit Link die Mission. Vielleicht finden wir den Boden. Den Schatz, dann können wir wirklich dahin. Die haben wir ja schon gemacht, ich Idiot. So, das haben wir. Schön, wird alles angekreuzt. Dann gehen wir dahin. Dann müssen wir aber Darunia vorher aufleveln. Weil ich das denn doch schon gerne mit Darunia machen würde. Kokiri schwer. Was ist das hier? Na, hier die zweite Flasche, die soll ihm ja gegönnt sein. Aber das war's. Hilfsmittel können wir auch nichts machen. Na, Darunia, dann probieren wir mal unser Glück mit dir. Das ist auch unser erstes Mal. Item Quiz. Das ist jetzt schon wieder viel zu kompliziert. Wir haben... Nehmen wir den Hammer. Der hat so einen schönen Nebeneffekt, den ich nicht weiß, was der macht, aber... Wir nehmen ihn. Und wenn ich bedenke,
was ich nach der Aufnahme alles zu tun habe, dann könnte ich kotzen. Aber egal. Das ist nur relevant. Nicht so relevant. Erfülle die Mission. Was ist denn die Mission? Nur Darunia? Das lässt mich das erfahren. Besiege den richtigen Feind. Rücke Richtung Zielfestung vor. Okay. Tja, Darunia. Dein erster Auftritt und gleich so ein komisches Quiz. Frage 1. Besiege den Feind mit dem Holzschild. Da kann es doch nur passieren, dass ich durch Zufall den falschen besiege. Okay. Ja. Das ist dann durchaus sehr verwirrend, was die hier von mir wollen. Frage 2. Besiege den Feind mit der Laterne. Du bist nicht mit der Laterne. Du aber. Obwohl eine Laterne da auch wieder relativ ist. Mach verhalten. Vielleicht haben wir hier jetzt noch Power-Up-Bogen, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt hier... Okay, gehen wir einfach weiter. Vielleicht ist Darunia für diese Aufgabe auch schon zu schwach. Noch zu schwach. Ah, die Map erinnert mich an den Kampf mit Xia gegen Pyroma und Volga. Frage 3. Besiege den Feind mit dem Helm. Bei den Helm auf. Wollen die mich jetzt verkohlen? Ne, der andere hat nur einen Helm auf. Aber wie kriege ich das jetzt hin, ohne den anderen dabei versehentlich zu töten? Anscheinend so. Ich glaube, das war sogar die schwerste Aufgabe von allen. Hier ist das Ergebnis. Boah, rennt der Hund ja lustig. Das fällt mir jetzt aus. Der streckt ja richtig die Wampe so raus und dann Kopf nach hinten. Ja, wir haben gewonnen. Das ist jetzt auch relativ selbstverständlich. Oh, eine Truhe. Juhu. Boah, ist ja riesig, wenn man das so vergleicht. Und ein Herzzahl. Heißt das, wir haben Rang A erreicht? Das wäre sehr schön. Okay, das war die langweiligste Mission, die ich je hatte. Oh, die Musik gefällt mir. Hätte ich mal nicht weggedrückt, ich Idiot. Oh, überall Rang A. Und wir haben eine Kerze. Wir können nur 10 Waffen. Die würde ich gern behalten. Machen wir die weg. Machen wir die weg. Die weg. Die weg. Die nicht weg. Die weg. Die... Nee, die behalten wir mal. Und die weg. Okay. Naja, kriegen wir noch mal ein bisschen Kohle. Das auch schön ist. Moblin-Schwarte. Das ist das Einzige, was wir bekommen haben. Ah, ist das anstrengend hier.
Ja, Kerze haben wir halten. Sehr schön. So, da wollte ich nicht hin. Sieg bekommen wir eine neue Waffe. Und mit Link können wir den Schatz finden. Nein, machen wir doch mal die Mission. Und zwar können wir sogar nur mit Link. Nehmen wir aber Master Schwert, weil das ist, glaube ich, die stärkste Waffe, die Link hat. Ich weiß nicht, ob... Ja doch, durch den Amiibo würde man ja diesen Kreisel aus Twilight Princess bekommen, der natürlich sehr, sehr schön wäre, aber... Soll halt nicht sein. Vor allen Dingen nicht so witzig. Da ist Link. Oh, heißt das, wir müssen Volga besiegen? Besiege Volga, sage ich. Na dann auf in die Schlacht. Ach Mann, ich möchte gar nicht mehr dieses dunkle Outfit haben. Ist das ärgerlich. Aber trotzdem habe ich den immer wieder ausgewählt. So, wo ist der Kommandant? Boah, sind viel viele Gegner, das ist ja fast ein Paradies. Jetzt können wir uns hier auch noch durchwirbeln. Also das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht, wenn wir uns hier erstmal durchkämpfen. Hier kriegen wir erstmal massig an. Kills. Dass die da unten reinrennen, das gefällt mir ja schon mal gar nicht. Aber wo muss ich jetzt hin? Mein Fernseher steht natürlich... Entschuldigung. Immer noch so beschissen, dass ich kaum was sehe. Hier sind viele, viele Gegner. So, da hinten ist schon mal eine Fee, die können wir uns ja schon mal eigentlich holen gehen. Das wäre schon mal gar nicht so eine schlechte Idee. Interessant wäre, ob Link überhaupt auch noch eine zweite Spezialangriffsattacke bekommt. Weil er hat ja hier so gesehen zwei Balken. Aber viel mehr passiert da nicht. Oh, die Fee ist da oben gefangen. So, jetzt haben wir die Fee. Wo sind denn hier die Gegner? Hier sind ganz viele Gegner. Das ist doch nicht schlecht. Boah, ich glaube, ich habe den Typen da gerade mit einem Angriff voll weggefetzt. Was? Oh, ich krieg jetzt gerade richtig gelesen. Schütze das Huhn. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Warum soll ich denn mit Huhn schützen? Das verwirrt mich jetzt doch ein bisschen. Aber momentan ist das halt echt nur ein Button-Smasher, weil... wenn ich diesen B-Angriff mache, kommt halt dieses Ding rausgeflogen. Diese Laserstrahlen da. Und das ist halt viel, so mache ich halt viel mehr Gegner auf einmal platt, als wenn ich jetzt hier zwischendurch Y drücke und hier so lang kann. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber... trotzdem so vom... Gesamten her. Weil die machen ja auch fast so ein Mann, wie hieß denn? Ich hab den Namen vergessen von den Starforce, hieß nicht Starforce. Machen die ja fast mit einem Angriff tot. Das heißt. Oh, da ist ein
Eisenbrecher-Dingsa. Hier geben wir mal gute Items. Hier braucht man viel zum Aufleveln. So, komme ich da hinten lang? Nee, komme ich nicht. Ich heiße, ich muss jetzt hier oben lang. Lana hält hier drin. Wo ist denn Zelda? Zelda, ich komme, warte auf mich. Oh, ich merke, Zelda, du hast doch hier wirklich ernsthafte Probleme. Nur 49 K.O.s dabei, war hier so eine riesige Masse. Also wenn da so ein Gipto steht und ich von hinten so ein Echafalos angreifen will, dann wird mir das zu bunt. Dann haue ich doch da lieber noch meinen Spezialangriff dazu. So, jetzt muss ich kurz auf meinen Monitor gucken, damit ich da hinten in diese Feste hier finde. Weil ich glaube, hier kriegen wir für Link das Herzteil. Ich glaube es, sicher bin ich mir da nicht. Ich würde gerne nochmal mit Fei spielen. Aber nur wenn sich die Möglichkeit ergibt. Schauen wir mal. Oh, da ist ja schon der Festungskommando. Und da sage ich ja, da haben wir schon die Truhe. Bevor ich die Truhe öffne, hole ich noch das Material. Also ich werde, wie gesagt, das Spiel hoffentlich im Stream noch weiter spielen können. Dazu muss ich aber A, Zeit haben zum Streamen, was meistens samstags tagsüber sein wird. Und eventuell mal Sonntag. Abend oder tagsüber. Je nachdem, so in der Woche ist bei mir immer sehr schwer. Obwohl doch, wenn ich direkt von der Arbeit komme, würde das auch möglich sein. Aber das wird alles nochmal dementsprechend dann gesagt, wenn es soweit ist. Weil momentan habe ich noch ein paar Probleme mit der Software, wo ich ehrlich gesagt auch noch nicht ganz weiß, wie ich das handeln kann. Die Trivi wollte mir dabei helfen, aber bis jetzt war da auch nichts weiter. So, den Vorposten könnten wir noch machen. Hier kommen noch ein paar Stoßtruppen. Vielleicht, ich weiß gar nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich das Spiel offscreen so ein bisschen weiterspiele, weil alles im Stream. Okay. Ja, jetzt wollte ich die gerade einsetzen. Dann wurde ich von dem Drachenritter Wolga unterbrochen. Mit dem ich auch noch gerne spielen würde. Ich würde ja gerne mit allen Charakteren spielen. So, jetzt ist die Barriere zerstört, mein Freund. Okay, das könnte noch ein interessanter Kampf werden hier. Mit dem guten alten Wolga. Oh, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Okay, so viel dazu, dass es ein interessanter Kampf wird. Das hat sich dann recht schnell in Luft zerschlagen. So, ich würde sagen, eine Mission machen wir noch. Und dann war es das mit dem finalen Part von Hyrule Warriors. Ich vergesse immer den Namen, ich will immer The Legend of Zelda sagen. Ja, Jebrona. Immer, ja, sehr schön. Warum habe ich jetzt nicht beim Sieg diese Waffe bekommen?
weil ich es suchen muss wahrscheinlich. So, Suche. Ja, das ist doch. Will ich gar nicht machen. Achso, wenn ich Silber habe, dann komme ich da nach hoch. Mit Sieg und mit Sieg mit A. Mit Lana. Na, okay. Testen wir mal. Testen wir mal mit Lana. Medaillenschmiede. Siehst du, da können wir auch noch was machen. Hier könnten wir. Das ist schön. Okay, machen wir als erstes mal das. Sehr viel schneller ist immer gut. So, dann haben wir jetzt hier schon eine ganze Menge. Verteidigung können wir auch machen. Boah, das ist die erste. Okay, das ist auch schon mal nicht ganz so schlecht. Wir machen, wie gesagt, einfach alles, was wir hier machen können, solange bis unsere Materialien alle sind. Entschuldigung, da musste ich mal einen kurzen Cut einbauen. Ja. Manchmal fällt mir echt das Atmen so schwer. Und so schwer mich das nervt. Ich habe schon wieder nicht gelesen, was ich tun muss. Egal, wir sind Lana. Wir nehmen das Zauberbuch. Das mag ich mehr. Ich nehme mal das Zauberbuch. Für... mit 150 Angriff. Du kannst Schatten auf deinen Kartenabschnitt aufheben, indem du die Strahlentor, okay. Ist ja interessant. Okay. Erfülle die Mission. Ja. Riesige 10 feindliche Hauptleute. Oh, Lana rennt ja voll süß, das fällt mir jetzt erst zum ersten Mal auf. Was, haben wir den ersten schon besiegt? Ja, das wird ja lustig, hier ein paar Gegner zusammen zu bekommen. Warum genau habe ich jetzt nur noch ein Viertel Herz? Habe ich hier was verpasst? Den Angriff, den finde ich lustig. Aber hier können wir erstmal gut Gegner farmen, so halbwegs. Obwohl ich nicht glaube, dass das reichen wird. Okay, ich merke, dass wir hier keine Items groß bekommen. Und das könnte sich als Problem erweisen mit einem Viertel Herz. Das irritiert mich dann jetzt doch ein Stückchen mehr. Okay, gehen wir hinten. Einfach nur nicht treffen lassen. Oh, da war. Noch 4 Feinde. Das heißt, ich kann mich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen durchkämpfen. Das finde ich aber doof, dass ich hier nicht getroffen werden darf. Weil man kann ja immer mal getroffen werden. Seht ihr, der hat mich fast getroffen. Was soll ich dagegen tun?
Der wollte mich auch treffen. Die wollen mich alle treffen. Kann er mal hier drin gucken? Vielleicht gibt es hier Herzen. Tatsächlich. Aber nur einmal. Naja. Aber jetzt verliere ich auch gerade keine mehr. Das ist ja sehr... So, 500 Feinde haben wir. Entschuldigung, dass das... Meine Nase ist einfach so zu. Oh, das war Glück im Augenblick. Da habe ich jetzt gerade geträumt und dann sowas. So, jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass es ein Rang B wird. Und den Sieg haben wir aber davon getragen. So, kriegen wir jetzt eigentlich irgendwas? Ich habe schon wieder ganz vergessen, was wir in der Mission überhaupt bekommen. Kampfdauer A, erlittener Schaden. Schade. Ich habe echt nicht drauf geachtet, weil ich Schaden bekommen habe. Was die Eidkarte Kompass erhalten. Schick ist nun in der Galerie verfügbar. Sehr schön. Krieger des Feuers. Dann müssen wir wohl wieder Darunia nehmen. Oh, da haben wir sogar gar keine andere Wahl. Aber hier können wir mit den Erfahrungsplus haben wir geben. Achso, die letzte Mission sollte eigentlich die letzte sein, wa? Naja, dann machen wir die noch. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt hier auch alle schaffe. Besiege Ruto. Na okay. Ich hoffe, dass ich das schaffe, Ruto zu besiegen. Und hier haben wir Schuppe. Unsere Wasserfee. Was ist das denn bitte? Die Frost lacht schwer, aber ey. Wie macht mir das denn? Einfach so. Und durch schwer. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal die Fee. Jetzt kommt hier noch ein paar nette Feinde. Okay. Das war schlecht. Streit oder was? So, jetzt haben wir ihn aber. Oh, der Fall. Man liegt mir dabei aber ein bisschen zu wenig Lebensenergie. Aber jetzt dürfte er Geschichte sein. Ich glaube, jetzt müssen wir schnell nach da zurück, weil da sind ganz viele Gegner, die uns mit einem größeren Kreis angezeigt werden. Und wenn die auf unser Hauptquartier zurennen, dann könnte sich das als Problem erweisen.
Deswegen kommen wir jetzt einfach mal mit unserer ganzen Angriffskraft hier durch. Boah. Nein, nein. Das ist ja hier schwierig. Nein, wie kann der mich denn treffen? So, den ersten Gegner haben wir schon mal. Folgen nur noch die Zweiter. Irgendwie muss ich sagen, gefällt mir diese Mission nicht von der Aufmachung her und etc. Aber wir haben jetzt eine Stufe. Nein, ich wollte aber nicht. Was ist das denn jetzt? Ist der Freund oder Feind? Die scheint Freund zu sein. Okay. Das war auch ein guter Angriff. Also ein bisschen mehr Schaden könnte den guten Darunia jetzt nicht wehtun. Oh, hier ist ein Krankenwagen vorbei. In meiner alten Wohnung gab es sowas ständig. Ah, ja, ja. Endlich durch mit der Nummer hier. Das hat echt ewig gedauert. Kommt mir vor. Boah, wir haben schon 700 Feinde im Gesicht und sind hier noch nicht mal wirklich, wenn wir ehrlich sind, weit rumgekommen. Schnell den Kommandanten hier noch flach machen, dann haben wir das nämlich hinter uns. Vielleicht haben wir uns nämlich die Fee für Dings da oben auch schwer. Für Uto. So, jetzt würde mich gerne interessieren, wie ich hier alles nach und nach freischalten kann. Also das würde mich ja schon interessieren. Vor allen Dingen die Waffe für Link, wie ich die bekomme. Dieser, nicht der Kreise, sondern der, wie nennt man das, der Morgenstern ist das, glaube ich. Oder der Handschuh. Naja. Nach und nach wird sich hier die Dunkelheit wahrscheinlich lichten. Wenn ich das noch ein bisschen häufiger spiele, vielleicht spiele ich es wirklich noch ein bisschen auf Stream. Weil ich habe auch noch so viele andere Spiele, die ich im Stream spielen könnte, dass ich gar nicht auf dieses Spiel hier groß angewiesen bin. Und momentan weiß ja noch keiner, wann der erste Stream kommt oder ob er überhaupt kommt. Das ist ja noch so ein anderes Problem an der Geschichte. Weil solange ich die Einstellung nicht hinbekomme, wird da nicht viel passieren können. Den gibt du, den fass ich ja echt. Dass der so viel aushält, ist. Das finde ich auch bescheuert. Hat er seine eigenen Freunde damit eingefroren? Mann, ich will doch immer ausweichen. Aber es klappt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Jetzt können wir schon. Ja, Happy Birthday. Oh,
das könnte sich echt als Problem erweisen. Weich doch bitte aus, aua. Sind das hier viele Gegner? Alter Falter. Nein, jetzt ist das schon wieder passiert. Ich überlege, nehme ich hier noch ein bisschen was ein, weil da stand ja, dass ich was suchen muss für den Sieg, wa? Ich probiere es erstmal so. Also ich nehme jetzt das hier noch ein. Und dann noch das da ganz. Das ganz oben in der Ecke. Achso, hier ist er immer noch nicht da. Naja. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Tour. Was da drin ist, das weiß ich nicht. Das, die Truhenöffnung dauert immer so lange. Das nervt mich schon ein bisschen. Oh, ein Herzteil. Noch ein Herzteil. Oder nehme ich jetzt alle Festungen ein, schnell? Hier hinten ist ja... Sollte ja nicht so lange dauern. Stufe erhöht, das ist auch sehr schön. Stück länger als erwartet. Aber die Laronia gefällt mir bis jetzt von allen Charakteren am schlechtesten. Der lässt sich echt mega klumpig steuern. Was ist das denn hier für ein lila Feld? Komm, wir stürmen jetzt noch hier hoch. Gucken, was uns... Ah, das hier ist doch... Der Palast von... Dem Papa von Otto. Minenfestung, naja. Dein Teil würde es zu Lord Yabiyabu gehen. Oder täusche ich mich da jetzt? Und hier haben wir noch eine Kiste. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es wirklich noch eine zweite gibt. Ist sowieso kompliziert, woher? Man sollte die Möglichkeit haben, zu wissen, wo die Kisten sind. Na gut, so schwer ist es jetzt nicht, aber wenn man jetzt wirklich mal so eine Mission auf Zeit hat... Aua. Nee. Hier ist Uto. Nee, lassen wir mal. Von wem wird die denn getragen? Die wird ja so getragen wie damals von Link. Nur dass sie jetzt größer ist, das ist... Wie soll ich sagen? Der Typ hat ihr dann vorher an den Hintern gefasst, wa? Das ist ja schon was anderes. Oh, das hat jetzt echt ein bisschen wenig Schaden gemacht. War das jetzt eine Special-Attacke in der Magie-Modus? Achso. Ich Idiot. Ich habe die ganze Zeit nach oben gedrückt, Steuerkreuz, und habe mich gefragt, warum das nicht
nicht geklappt hat, dass die Fee im Einsatz kam. So, 1500 Feinde haben wir besiegt. Wasser gegen Feuer. Wer wird da eigentlich gewinnen, wa? So, mit dem Feuermodus, da haben wir jetzt noch eine reelle Chance. Also eigentlich ist Uto viel zu stark für uns. Wenn ich das mal so offen und ehrlich sagen kann. Komm mal mit hier rein. Kann ich hier noch die Festung einnehmen? Oh. Das scheint ja auch ein gemeiner Angriff zu sein. Kann man eigentlich noch mal ablocken. Boah. Die ist ja echt mies auf die Kehle. Boah, jetzt stirb doch bitte einfach. Na, endlich. Oh, das war ja schon wieder am Rande des Grenzwertigen. Ich wette, wir bekommen keinen A-Rang, weil wir zu viel Schaden annehmen. Das würde ich sehr doof finden. Aber was soll's. Aber die Mission war wenigstens nochmal so gesehen ein Stück weit spannend. Im Vergleich zu den anderen. Sage ich ja, Littner Schaden war einfach zu viel. Jetzt habe ich mir schon so viel Mühe gegeben. Aber trotzdem möchte ich jetzt noch bitte ausprobieren. Suchen. Ja, ja. Gut, das habe ich mir auch so gedacht, aber ja, mach jetzt. Wie nichts geschieht. Ich mache mich mal schlau im Internet, wie ich das am besten machen soll. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch im nächsten Projekt wieder mit dabei seid. Bis dahin.